Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video werden wir euch von den Schauspielern des Films Stadtgespräch aus dem Jahr 1995 erzählen und was sie im Jahr 2024 machen. Also, lasst uns gleich loslegen. Nummer 1. Katja Riemann war 32 Jahre alt, als sie 1995 an dem Film teilnahm. Im Jahr 2024 ist Katja Riemann 60 Jahre alt. Nummer 2. Moritz Bleibtreu war 24 Jahre alt, als er 1995 an dem Film teilnahm. Im Jahr 2024 ist Moritz Bleibtreu 52 Jahre alt. Nummer 3. Martina Gedeck war 32 Jahre alt, als sie 1995 an dem Film teilnahm. Im Jahr 2024 ist Martina Gedeck 62 Jahre alt. Nummer 4. Kai Wiesinger war 29 Jahre alt, als er 1995 an dem Film teilnahm. Im Jahr 2024 ist Kai Wiesinger 58 Jahre alt. Nummer 5. August Zirner war 39 Jahre alt, als er 1995 an dem Film teilnahm. Im Jahr 2024 ist August Zirner 68 Jahre alt. Nummer 6. Karin Rasenack war 50 Jahre alt, als sie 1995 an dem Film teilnahm. Im Jahr 2024 ist Karin Rasenack 78 Jahre alt. Nummer 7. Tobias Pippich war 12 Jahre alt, als er 1995 an dem Film teilnahm. Im Jahr 2024 ist Tobias Pippich 41 Jahre alt. Nummer 8. Hermann Tölke war 42 Jahre alt, als er 1995 an dem Film teilnahm. Im Jahr 2024 ist Hermann Tölke 70 Jahre alt. Nummer 9. Chantal de Freitas war 25 Jahre alt, als sie 1995 an dem Film teilnahm. Chantal de Freitas verstarb im Jahr 2013 im Alter von 46 Jahren. Nummer 10. Stefan Bismayer war 39 Jahre alt, als er 1995 an dem Film teilnahm. Im Jahr 2024 ist Stefan Bismayer 68 Jahre alt. Lasst uns wissen, welche Figur euch in Stadtgespräch am besten gefallen hat und hinterlasst einen Kommentar unter diesem Video. Vergesst nicht, das Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines unserer kommenden Videos verpasst. Ich freue mich darauf, noch viele schöne Erinnerungen mit euch zu teilen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.